Ihr hört mich, ja. Ich wollte schlichtweg Themen wiederholen, weil ich immer wieder danach auch in diese Diskussionen reinkomme und feststelle, dass manche aus meiner Sicht entscheidende Sachen nicht verstanden werden. Ich wollte noch mal zum Thema Giralgeld etwas sagen. Ich glaube, es ist ja inzwischen von den meisten verstanden, dass die Banken das Geld aus dem Nichts schöpfen, indem sie Darlehen ausgeben. Ist das etwas, wo jemand noch ein Fragezeichen hat? Da bitte ich jetzt um Handmeldungen. Das kennt, ja? Okay, eine Person. Vielleicht du auch. Ich würde fragen, wenn es so wenige sind, dann lasse ich es trotzdem vielleicht jetzt kurz sein und gehe weiter. Vielleicht können wir es nachher noch zusammenklären. Ja, das haben wir schon. Hallo? Ich habe mir neulich wieder ein Video angeschaut mit dem, so, wie heißt unser großer Fernseh-Geldkritiker? Müller, genau, direkt Müller und dann ein weiterer Professor. Die haben auch tatsächlich im öffentlichen Fernsehen angesprochen, die Giralgeldschöpfung in der richtigen Weise. Und dann kam dieser andere Professor und hat gesagt, ja, eigentlich hat sich das Geld überhaupt überholt. Ne? Also man kommt ganz schnell wieder dahin, dass man Diskussionen, Grundsatzdiskussionen über eine Traumwelt führt. Und ich habe mir gesagt, ja toll, die Fernsehzuschauer aus meiner Erfahrung, wenn ich über das Thema referiere, die verstehen überhaupt nicht, was jetzt eigentlich passiert. Obwohl es eigentlich einfach zu erklären ist, haben sie es nicht verstanden. Und dann kommt die Abschaffung des Geldes. Und dann hat man natürlich das Thema ideal dort, wo man es haben möchte, nämlich in der gesellschaftlichen Diskussion, wo die 90% zuverlässig aussteigen. Das will natürlich niemand. Ich auch nicht. Ja. Jedenfalls nicht heute in der Welt, wo wir leben. Weil dann können wir sicher sein, dass die Mächtigen irgendwelche Austauschmittel haben und die Armen nicht, die einfachen Leute. Die Vollgeldreform ist eine Reform, die nichts anderes besagt, als dass die staatliche Notenpresse, die auch zusätzlich durch eine eigene Staatsgewalt legitimiert wird oder verwaltet wird, das Monopol zum Gelddrucken kriegt und sonst niemand. Es dürfen keine Darlehen aus dem Nichts mehr geschöpft werden. Die Banken dürfen sich Geld bei der Notenpresse borgen und weiterverleihen. Und durch diese Vollgeldreform kann die Staatsverschuldung innerhalb von ganz wenigen Jahren komplett abgeschafft werden. Das heißt, der Staat druckt das Geld, mit dem die Schulden zurückgezahlt werden. Und ich glaube, die meisten wissen jetzt schon die richtige Antwort auf die folgende Frage. Wenn der Staat jetzt neues Geld druckt, um Schulden zurückzuzahlen, wird die Geldmenge dann mehr? Oder wird es nicht mehr? Sie wird nicht mehr, weil nach der Rückzahlung der Schulden die Geldmenge annulliert wird. Das heißt, in der Ausgabe der Schulden entsteht das Geld aus dem Nichts und bei der Rückzahlung wird es annulliert. Das Schlimme sind die Zinszahlungen in der Zwischenzeit. Das heißt, wenn der Staat jetzt Geld druckt, also virtuelles Geld natürlich auch Fiat Money, und die Schulden zurückzahlt, dann erlischt dieses Geld, die Geldmenge steigt nicht und der Staat hat sich einen Großteil der Schulden entledigt und die Banken können darauf keine Zinsen mehr erheben. Dieses Geld kriegen auch die Banken nicht. Ja? Das ist auch eine falsche Vorstellung. Es profitieren die Banken nicht davon, wenn der Staat seine Schulden zurückzahlt. Ich mache mir heute keine großen Hoffnungen mehr, dass wir das kriegen. Ja? Das ist eine ganz naheliegende Sache. Das ist ein absolutes Muss. Aber das Chaos ist genauso gewollt wie die Kriege, die initiiert werden. Warum es trotzdem wichtig ist, dass wir uns hinter diese Vollgeldreform stellen, ist, weil es ist ein absolut legitimes Mittel, das niemanden enteignet. Wir sprechen nicht über Abschaffung von Zins, wir sprechen über einen ganz kleinen Schritt, der schlichtweg darin besteht, das zu tun, was in unseren Gesetzen bereits angelegt ist. Und damit zeigen wir die Irrationalität dieses Schuldengeldes auf, das eines der wichtigsten Merkmale der Macht ist, die uns alle unserer Ressourcen beraubt. Und damit auch des freien Austausches von Waren mit Hilfe des Geldes.
Ich halte es für ein wichtiges Thema, dass das einfach verstanden wird und auch so kommuniziert wird und dass man sich die ganzen anderen Scherze über irgendwelche Abschaffungen von Zinsen und Abschaffung von Geld aus dieser Geldkritikdiskussion raushält. Eine Frage? Ja, ich verstehe das nicht, weil wenn die Banken jetzt Geld kriegen vom Staat, dann ist doch mehr Geld da. Das ist doch mehr. Das ist doch das, also die Frage war gerade nochmal, wenn der Staat das Geld drückt und den Banken das Geld gibt. Die Geschichte ist die, die Bank gibt ein Darlehen aus und in dem Moment entsteht erst das Geld. Das war vorher nicht da. Und wenn das Geld zurückgezahlt wird, muss die Bank das annullieren. Das heißt, die Bank hat das Geld nicht mehr. Das ist ja kein Papiergeld, sondern das ist ein Buchungsgeld. Und in dem Moment, wo es zurückgezahlt wird, ist es weg. Die Bank hat es nicht. Sie hat lediglich die Zinsen, die in der Zwischenzeit gezahlt wurden. Und das ist sehr viel Geld. Ne? Davon haben sich die Billionäre dieser Welt, diese ganz wenigen Familien der Hochfinanz, ungemein bereichert. Und mit dem Geld konnten sie rüsten. So viel zum Thema Geld. Es ist eine der Ressourcen, die uns genommen wird. Wir werden überall von unseren Ressourcen entfremdet. Die wichtigste Ressource ist unsere Seele und unser Bezug zur Schöpfung. Darum geht es eigentlich. Aber die anderen Ressourcen, wie Energie, wie Nahrung, Natur und Geld, muss man nicht gleichwertig sehen, aber es hat auch eine große Rolle, muss man in diesem Zusammenhang sehen. Danke. Danke.